Johann Fuzius sagt, ein Tag, an dem du nicht gelacht hast, ein verlorener Tag. Ein alter Italiener bat seinen Priester, ihm die Beichte abzunehmen. Und er begann und meinte, Vater, während des Zweiten Weltkrieges klopfte eine Frau an meine Tür und sie bat mich, sie auf meinem Dachboden vor den Deutschen zu verstecken. Nun, meinte der Priester, das war wundervoll von dir und du brauchst dafür nicht zu beichten. Aber der alte Italiener meinte, nun ja, es ist halt so, Vater, ich war schwach und ich verlangte von ihr, sich mit Sex erkenntlich zu zeigen. Nun ja, meinte der Priester, ihr wart beide in großer Gefahr und ihr hättet schrecklich leiden müssen, wenn die Deutschen sie gefunden hätten. Gott in seiner Weisheit und seiner Rücksicht wird gut und schlecht abwägen und gnädig urteilen. Es sei dir vergeben. Da ist der alte Italiener schwer erleichtert und meint, danke, Vater, das erleichtert mich wirklich sehr. Ich hätte da nur noch eine Frage. Soll ich Ihnen nun erzählen, dass der Krieg schon lange vorbei ist? Konfuzius sagt, eine positive Bewertung und ein Abo erhöhen deine gute Laune um mindestens 400%.